Glühwein, Freunde. Auch ich möchte was zum Adventskalender vom lieben Alex beisteuern. Und zwar habe ich gedacht, lese euch einfach mal eine nette Geschichte vor, was ich auch meiner Kleinen immer vorlese. Und zwar haben wir hier auf dem Flohmarkt ein relativ altes Buch gefunden. Und zwar ist das von 1955. Und zwar sind es die Abenteuer des Pünktchens Abenteuer. Schauen, das kommt da drauf. So kriegen wir es auch, genau. Ein richtig schönes Buch mit vielen kleinen Geschichten. Und da werde ich euch jetzt mal eine kleine Geschichte raus vorlesen. Also. Pünktchen und der Luftballon. Pünktchen saß vor seinem Mäusehäuschen und bürstete sein Hütchen mit einer ganz kleinen, niedlichen Bürste. Immer schön Strich für Strich, als auf einmal Graufellchen angesaust kam. Komm mal schnell schauen, Pünktchen. Pünktchen folgte dem Mäuschen ins Zimmer. Und was sah es da? Das eine von den beiden kleinen Mädchen spielte mit einem großen, wunderschönen, roten Luftballon, der mit einer Schnur an die Stuhllehne angebunden war. Der Ballon schwankte hin und her, wenn das Mädchen daran puffte, und er sah so herrlich glutrot aus, wenn die Sonne hindurchschien. Nun musst du aber in die Schule, mahnte die Mutter eben, und den Ballon lass hier, sonst machen ihn dir die anderen Kinder kaputt. Als die Mutter und die Kinder aus dem Zimmer hinausgegangen waren, kam Pünktchen neugierig unter dem Schrank hervor, es kletterte auf den Stuhl, tap, 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 kam Knabbelchen nicht weniger neugierig hinterher. Schau, wie schön, sagte Pünktchen und kletterte auf die Stuhllehne, um mit beiden Händen an den Faden zu ziehen, an dem der Ballon hing. Da ging die Tür und Schnurrebart kam herein. Rrrr, war Knabbelchen in seinem Loch. Pünktchen schaute ihm nach, aber was war das? Es zog auf einmal ganz schrecklich im Zimmer, weil Schnurrebart die Tür offen gelassen hatte und der Ballon wurde vom Wind ganz schief getrieben. Und dann, oh, was kriegt Pünktchen für einen Schreck. Dann ging der Faden los und der Ballon schwebte davon. Und unten daran hing Pünktchen, das den Faden nicht losgelassen hatte. Hilfe, Hilfe, schrie Pünktchen wieder einmal. Aber da flog der Ballon schon immer schneller. Er huschte durch das offene Fenster und stieg immer höher in die Luft. Hilfe, Schnurrebart, halt mich, schrie Pünktchen. Halt mich fest, fass die Schnur. Schnurrbart machte einen großen Satz vom Stuhl aufs Fensterbrett und von dort aus auf einen Baum im Garten. Und er versuchte, die Schnur noch mit der Pfote zu erreichen, aber der Ballon flog zu schnell und er bekam die Schnur nicht mehr zu fassen. Hilfe, Hilfe, schreite Pünktchens Stimme noch, aber Schnurrbart und die Mäuschen sahen den Ballon kleiner und kleiner werden. Er flog über den Sandkasten der Kinder, der im Garten lag, über die Bäume, immer höher und höher, und Schnurrebart sah noch über der Wiese das arme kleine Pünktchen an der Schnur hängen, angstvoll strampelnd und immer kleiner werdend. »Oh, Pünktchen, Pünktchen, nun sehen wir dich nie wieder«, jammerte Schnurrebart, »nun fliegst du in die Wolken.« »Brumm, brumm, brumm«, da kam Brummerchen, die große Fliege angesaust. »Was ist denn los?«, fragte sich Schnurrebart, »schaust du denn da immer in die Höhe?« Pünktchen hängt dort an dem Ballon und es fliegt immer höher und ganz weg, jammerte Schnurrebart. Brummerchen sah nun auch, wie Pünktchen dahin flog. Sein Hütchen hing ganz schief nach der Seite, so ein Wind blies und es hielt sich mit beiden Händchen ganz, ganz fest an der Schnur, dass es ja nicht herunterfiel. Schon flog es über die Häuser und Kirchtürme und über eine große grüne Wiese dem Wald zu. Brumm, 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 hörte Pünktchen auf einmal. Ach, du bist's, Brummerchen. »Kannst du nicht gegen den Ballon drücken, dass du ihn aufhältst?«, fragte Pünktchen atemlos. Brummerchen versuchte es sogleich, aber es ging so schwer, dass es sich erstmal zum Ausruhen auf den Ballon draufsetzte. Der Ballon flog immer weiter. Pünktchen taten die Hände schon so weh vom Festklammern. »Wäre ich nur nicht auf den Stuhl geklettert und hätte ich nicht an der Schnur gezogen«, sagte Pünktchen reuevoll. Nun werde ich die lieben Mäuschen nie wiedersehen und den Vater und die Mutter und die drei Kinderchen und das große Haus. Summ, 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 was war das nun wieder? Ach, den Ton kannte Pünktchen. Das war Steckelbein, die Wespe.
Steckelbein, komm schnell helfen, rief Pünktchen. Steckelbein kam sogleich angeflogen und setzte sich neben Brummerchen auf den Ballon. Schnell, Steckelbein, ich kann mich sonst nicht mehr halten, rief Pünktchen flehend. Da machte Steckelbein Pieks und stach in den Ballon hinein. Da ging die Luft heraus und der Ballon fing an, hinunterzugehen. Piek ruhig noch einmal hinein, rief Brummerchen. Und Pieks, da war noch ein Loch im Ballon. Machte er wieder und ging noch tiefer. Pünktchen sah unter sich ein grünes Häuschen auf einem hohen Pfahl. Darauf landete es. Rucketigu, rucketigu, machte es dort. Und wisst ihr, wer das war? In dem Haus wohnten 20 weiße Tauben. Rucketigu, wer sitzt denn auf meinem Haus? Rief der Täuberich. Ich bin's, Pünktchen, rief Pünktchen. Woher kommst du denn? Fragte der Täuberich. Ich komme aus dem großen Haus in der Stadt. Willst du mich nicht bitte dorthin zurücktragen? Bat Pünktchen. Natürlich gern, sagte Vater Täuberich. Komm, setz dich mal auf meinen Rücken. Das tat Pünktchen und es hielt sich tüchtig fest, indem es mit seinem kleinen Händchen tief in die weißen Federn hineingriff. Klapp, 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 flog der Vater Täuberich mit Pünktchen auf dem Rücken los. Und brumm, 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 flog Brummerchen. Und summ, 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 flog Steckelbein mit. Schnell ging es der Stadt zu. Die beiden beeilten sich sehr, denn sie wollten eher da sein und vorher erzählen, dass Pünktchen wieder käme. Vielen, vielen Dank, Vater Täuberich, sagte Pünktchen. Dann kletterte es zum Fenster hinein und lief zu seinem Mäusehäuschen. Was waren die Mäuschen froh, als sie ihr Pünktchen lebendig und gesund wieder hatten. Sie tanzten um Pünktchen herum und Pünktchen steckte vergnügt sein Pfeifchen an. Aus. So viel zu Pünktchens Abenteuer. Klasse Buch, schon sehr, sehr alt. Meine Kleine und ich, wir lieben die Geschichten und ich finde es ganz passend eigentlich, weil er steckt sich immer irgendwie am Schluss sein kleines Pfeifchen an. So viel zu meinem Beitrag für den Adventskalender. Ich werde mir jetzt auch noch gemütlich mein Pfeifchen hier anstecken. Und ja, wünsche euch allen eine schöne Adventszeit. Und natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber kommt trotzdem gut ins neue Jahr. Macht's gut und wir sehen uns auf YouTube. Ciao.